Hallo liebe Leute, ja, lang ist her. Habt ihr mich vermisst? Seid ihr schon auf Entzug? Ich hoffe mal nicht. Ja, hier rede ich mal spontan über den Liebesentzug, über die glücklichen bzw. unglücklichen Singles. Ist mir jetzt so aufgefallen in letzter Zeit, denn, ja, wie soll ich das formulieren? Wieder ein spontanes Video. Es sind ja alle so einsam, also vor allem die Jüngeren. Ah, wo ist der? Wo ist die richtige Liebe? Alle sind scheiße und bla bla. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine oder worauf ich hinaus will. Und ich denke mir, warum geht ihr durch die Welt wie ein unglücklicher Single? Klar, wünscht man sich in den Nächten, warum ist da nicht ein Körper neben mir? Warum kann ich nicht, warum habe ich keinen zum Kuscheln? Bla 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 und so weiter. Warum habe ich keinen zum, ja, egal. Natürlich passiert jedem, dass man mal in diese Phase kommt, ich bin einsam, aber es soll ja nicht so weit gehen, dass man dann wirklich verzweifelt oder traurig durch die Welt geht. Das ist Quatsch. Ja, man kann solche Phasen haben, die kommen meistens abends so, ne? Oder wenn man andere Pärchen so glücklich sieht, so, schön, Küsschen hier, Küsschen da, ja, macht es zu Hause. Nein, dürfen sie ja machen. Ich finde, wenn man dann andere Pärchen sieht, sollte man nicht denken, ich bin so einsam. Man sollte ja denken, schön, dass sie sich gefunden haben. Ich finde, das bringt ja nicht zu sagen, Mann, wieso sind die vergeben und ich bin so einsam. Das bringt ja dann nichts. Das ändert nichts an der Situation. Es wäre unattraktiv, wenn ich jetzt ein Mädchen treffen würde, das mich direkt voll labert mit, ich bin so einsam, alle Jungs sind scheiße, die ich treffe. Ja, wow. Kein Wunder, dass du Single bist. Oder immer noch, ja, Single bist oder Single bleiben wirst mit dieser Einstellung. Und anstatt in der Zeit traurig zu sein, bis man wirklich den richtigen Partner trifft, so, ist alles scheiße, sollte man die Zeit lieber nutzen und das ausnutzen, dass man Single ist. Nicht jetzt so One-Night-Stand und sowas, nein, auf gar keinen Fall. Einfach nur viel mit Freunden unternehmen, viel mit der Familie unternehmen oder sich Hobbys aneignen oder mehr Zeit für seine Hobbys opfern oder mehr Zeit in seine Hobbys investieren. Also zum Beispiel lernt ihr in der Zeit, wo ihr Single seid, kochen, tanzen, singen, was auch immer. Und dann, wenn ihr dann wirklich ein tolles Mädchen trifft oder einen tollen Partner, besser gesagt, was zu verallgemeinern, dann wundert er sich, wow, der kann dies, der kann das. Und man hat die Zeit sinnvoll genutzt, anstatt als unglücklicher Nichtsnutz rumzulaufen. Ihr versteht, wie ich das meine. Ja, ein One-Take-Video, warum sollte ich mir jetzt Stichpunkte machen und ach, so perfekt wie Han Häfer Videos machen? Das ist nicht meine Art. Ich bin Beton. Oh, ich bin ich. Oh, heftig, ey. Das war's von mir, euer Beton. Bis zum nächsten Mal.